Hallo! Heute möchte ich mal meine Erfahrungen als Au-pair ohne Organisation mit euch teilen. Und ich bin etwas erkältet, also sorry für meine nasale Stimme. Genau, also ich bin ja gerade Au-pair in Australien und ich bin ohne Organisation hier und ich kann das jedem nur wärmstens empfehlen, also ich bereue es keine Sekunde. Es ist nämlich total easy, das einfach alles selber zu planen. Man muss sich nur eine Gastfamilie suchen, dann einen Flug buchen und dann herkommen und das war's. Und die Gastfamilie kann man super online finden über aupairworld.net zum Beispiel, da habe ich meine gefunden. Ist so eine Plattform, ist so ein bisschen wie so ein Datingportal, da kann man sich anmelden als Au-pair oder auch als Familie und dann erstellt man so eine Seite über sich, beantwortet ein paar Fragen, schreibt was über sich und kann dann so aussuchen, in welches Land man als Au-pair möchte, wann man kommen möchte und noch, ob das okay ist, wenn man ein bisschen Hausarbeit macht oder ob man bei einer Nichtraucherfamilie sein möchte oder nicht. Oder ja, so verschiedene Sachen kann man halt angeben. Und dann werden einem so Matches schon vorgezeigt, also Leute, die zu einem passen, wo das so alles übereinstimmt mit der Zeit, wann man kommen möchte und was man noch so ausgewählt hat und sowas. Oder man kann auch einfach selber nochmal eingeben und suchen. Und wenn dann einem jemand gefällt, dann kann man die unter seinen Favoriten speichern und denen eine Nachricht schreiben. Also das ist echt ganz cool, super praktisch einfach nur. Und das ist sogar kostenlos. Also es gibt eine kostenlose Version, die hatte ich. Oder die Premium-Version und die holen sich die Gastfamilien meistens. Ich glaube für nur 40 Euro oder so. Und dann kann man unendlich viele Nachrichten hin und her schreiben. Und wenn beide die Premium-Version, also wenn keiner von den beiden die Premium-Version hat, dann kann man, glaube ich, nur begrenzte Nachrichten aneinander schreiben. Aber es ist ja auch okay, weil dann kann man seine E-Mail-Adresse oder so schon austauschen. Also alles super easy. Und ja, dann kann man sich da so ein bisschen näher kennenlernen und dann kann man sich auch für ein Skype-Date verabreden oder sowas. Und man lädt auch Fotos voneinander. Also die meisten laden da auch Fotos hoch. Ich habe auch welche von mir hochgeladen und ja, dann kann man schon so ein bisschen gucken und ist echt richtig cool, sich da verschiedene Familien anzugucken. Und es gibt so viele Länder da. Also ich glaube, für jedes Land eigentlich, wo es Au-pairs gibt, kann man da jemanden suchen. Also es ist echt cool. Man muss sich auch nicht auf ein Land festlegen. Man kann für mehrere Länder das auswählen. Und ja, schaut da einfach mal vorbei. Es heißt aupairworld.net. Und ja, sonst kann man sich auch bei Facebook auch eine Familie suchen. Es gibt richtig viele Facebook-Gruppen, zum Beispiel Au-pair Australia oder Au-pair World Australia oder natürlich auch, wenn ihr ein anderes Land möchtet, dann gibt es da bestimmt auch ganz viele Gruppen und da suchen Familien auch immer besonders auch kurzfristig Au-pairs. Das ist auch besonders praktisch für die Leute, die schon in dem Land sind und dann für eine neue Familie suchen möchten, wenn sie nochmal Au-pair machen wollen oder so, kann man da einfach in den Gruppen. Also da auch unbedingt mal vorbeischauen. Da schreiben die Leute dann auch so einen Text mit Bildern und sowas. Oder man selber als Au-pair kann da auch reinposten und Bilder von sich posten und sagen, ja, hey, ich möchte gerne Au-pair machen, dann und dann. Meine Stimme verabschiedet sich, Entschuldigung. Und ja, also da gibt es echt richtig viele Möglichkeiten und ich finde das auch überhaupt nicht unsicher oder so als ohne Organisation. Also ich bin ja jetzt super glücklich mit meiner Familie zum Glück, aber hätten die mir jetzt nicht gefallen, dann hätte ich einfach bei einer dieser Facebook-Gruppen dann reingeschrieben und für eine neue Familie gesucht und dann hätte ich wahrscheinlich hier in der Stadt sogar auch eine neue gefunden oder auch die Inlandsflüge sind ja auch nicht teuer, dann kann man auch in eine andere Stadt fliegen oder so. Also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Und eigentlich macht das auch fast jedes Au-pair hier so ohne Organisation. Ich habe, glaube ich, erst zwei getroffen oder so, die mit Organisationen hier sind und die fanden das jetzt auch nicht so super, dass man das jetzt unbedingt machen muss. Also da gibt es dann so ein paar Orientation Days am Anfang normalerweise und da lernt man aber so Sachen, die man eh schon weiß eigentlich. Und ja, ich finde bei einer Organisation, da das ist alles ein bisschen komplizierter, finde ich, weil man sich da ja erst so anmelden muss und so und nicht so viel selber entscheiden kann, finde ich irgendwie. Und es kostet natürlich auch noch Geld, weil die machen das ja, vermitteln einen das ja nicht umsonst. Und also da muss man echt keine Angst haben, das ohne Organisation zu machen, finde ich. Das ist einfach voll praktisch. Man kann so aussuchen, wann man was macht und so. Und
Ja, das sind jetzt meine Erfahrungen halt mit Australien, aber wenn man in die USA möchte, zum Beispiel, da muss man das mit Organisation machen, das ist vorgeschrieben. Ja, meine Kamera ist noch an. Und da kann man aber sonst auch sich über Au Pair World eine suchen, da sind auch viele aus den USA angemeldet und dann kann man zusammen mit denen zu einer Organisation gehen. Mein Mikro ist gerade runtergefallen. So. Also ja, oder auch wenn ihr irgendwie in Europa oder so, da gibt es auch über in Au Pair World total viele Familien, so Italien, Spanien, Schweden, Norwegen und sowas. Also gibt es richtig viele Möglichkeiten. Und bei Au Pair World gibt es jetzt auch, glaube ich, die neue Funktion, dass man vor Ort einen Ansprechpartner haben kann in Australien. Vielleicht für andere Länder auch, weiß ich gerade nicht. Aber das kann man dann dazu buchen. Das kostet dann ein bisschen was und dann hat man da einen Ansprechpartner, wenn man es gerne möchte. Aber sonst, es gibt hier echt wirklich so viele Gruppen und dann kann man sich mit anderen Au-pairs treffen und sich mit denen austauschen. Und ja, also man ist so ungebunden ohne Organisation, finde ich, was ich echt cool finde. Und ja, das war es, glaube ich, schon so. Das war meine Erfahrung zur Au-pair ohne Organisation. Und ich bin jetzt, by the way, in meinem neuen Zimmer, wollte ich noch sagen. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Es ist richtig cool für Videos, weil da ist ein Fenster. Hier ist eine ganze Fensterfront. Und da hinter mir ist auch noch mal ein Fenster. Das ist jetzt gerade nur Rollo vor. Also es ist immer schön hell hier. Perfekt zum Videos machen. Und ja, ich muss mir jetzt mal meine Nase ausschnauben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen too much information. Also ich verabschiede mich mal lieber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.